Oh ja, das ist ein Doxy. Zerstörung. Tod überall. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Harry Potter und der Steineweisen, ihr 93-Tobi. Und diese Rüstung, ganz ehrlich, wenn hier die Schlafseele wehen, da wird man ja Kire werden, weil überall dieses wenn es zumindest quietschende Betten wären, aber nee, sind ja die Rüstungen hier, die immer nach links und rechts schauen, aber nie über die Straße gehen. Und ich weiß schon, was hier passiert. Es ist der Draco Malfoy. Na sieh mal einer an, du schon wieder Potter. Spionierst wohl im Schloss herum, was? Nein, ich laufe herum, ganz normal. Hierhin und keinen Schritt weiter. Du kommst nicht an mir vorbei, egal wie sehr du dich auch anstrengst. Was ist sein Problem? Schluchz. Potter kommt nicht mehr aus dem Schloss raus. Mit diesen Zauberknallbonbons kann man eine Menge Spaß haben. Hier, fang! Schluchz, ich komme nicht raus. Schluchz, du hast gleich eine Platzwunde am Kopf. Wie, was muss ich nochmal tun? Nehmen und dann schmeißen? Autsch. Zack. Aha. Zack. Volltreffer. Uiuiui. Ich wäre verkauft sowas. What? Nimm dies. Nein, weg. Voll in die Säule rein. Verfluchter Potter. Das nächste Mal kommst du mir nicht so einfach davon. Also ganz ehrlich, du hast gesagt, ich komme nicht an dir vorbei. Ein paar Knallbonbons nach dir geschmissen und schon gibst du auf. Also, wie kann ich überhaupt jemand hier ernst nehmen oder als Bedrohung sehen? Ganz ehrlich. Haben wir noch was? Irgendwas? Nix. Okay. So, ich möchte erst mal schauen. Also, von alleine kann ich ja, glaube ich, gar nicht rumlaufen. Sind hier noch Geheimnisse? Da nix. Auch hinter der Treppe nix? Nein? Nicht irgendwie eine versteckte Tür? Nein? Okay. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal nach draußen und auf zum Kräuterkundeunterricht. Wobei wir da auch eher mehr lernen, wie wir uns gegen die magischen Pflanzen, die Ländereien von Hogwarts, wie wir uns gegen die Pflanzen der magischen Welt verteidigen können. Ich glaube, Incendio lernen wir. Hier drüben. Ach, Hagrid, ich mag diesen haarigen Berg von Mann. Hallo, Harry. Ich bin's, Hagrid. Schön, dich zu sehen. Das sind die Ländereien von Hogwarts. Ich bin der Wildhüter. Kann gar nicht glauben, wie schnell hier alles wächst. Es ist fast wie Zauberei. Meine Freundin Hermine wartet am Eingang zum Gewächshaus auf dich. Komm doch nach deinem Unterricht auf eine Tasse Tee vorbei. Und nun geh, kleiner Mann, nun geh. Och, aber dennoch, warum hat er sich nochmal vorgestellt? Wir haben ihn doch schon mal getroffen. Das heißt für den Spieler. Falls wir uns nicht so gut erinnern, hier geht's zum Quidditch-Feld, oder? Mach dich auf den Weg zum Unterricht, Potter. Ist ja gut. Und du musst nicht zum Unterricht, du hast hier eine Extrawurst bekommen oder was? Sogar mit Brötchen und Salat und Ketchup oben drauf. Ah, da arbeitet sie, okay. Okay, das sind... Ah ne, hier ist das Quidditch-Feld. Was da unten ist, keine Ahnung. Aber gehen wir jetzt einfach mal zur Hermine, denn die Zeit fliegt davon. Der Kräuterkundeunterricht findet kurz hinter Professor Sprouts Garten statt. Ich warte hier auf Neville. Ich glaube, er hat sich mal wieder verlaufen. Los, Harry, du sollst besser zum Unterricht gehen. Ja, den habe ich im Schloss getroffen. Vielleicht hätte ich ihn eskortieren sollen. Wäre vielleicht gar keine schlechte Idee gewesen. Okay, hier weiß ich, können wir was mit der Drachenstatue machen. Zack. Zack. Raus mit den Bohnen, raus damit. Raus aus der Nase. Okay, jetzt können wir ihn einfach nur weiter flippen, bis wir alt und grau sind. Gut. Moment mal. Hat die Feuerschnellen gab's da schon? Ich dachte, die gab es erst im zweiten Teil. Da habe ich mich ja total falsch daran erinnert.
Ja, hier, das sind, ich glaube, rubinrote Feuerschnecken oder sowas. Glaube ich doch. Sowas in der Art. Diese Fröschle. Hat nicht gequietscht, hat gequakt. So, die kann man nämlich ausschalten und flippendo. Miau. Ah ne, wenn ich mich richtig erinnere, zack. Die genau, ich glaube, die sehen im zweiten Teil einfach anders aus. Achtung, lass mich vorbei. Dankeschön. Achtung, Schneckenkreuzen. Da kommt sie. Zack. Schöne Drehung. Einmal Pirouette, das gibt 10 Punkte für die Schnecke. Und einmal vorbei. Einfach. Ich komme nicht an der Schnecke vorbei. Schneckenblockade. Schneckentempo, Schneckenrennen, alles klar. Jupp. Ich mache hier noch Speedrunner aus. Also du große Schnecken sind schon irgendwie süß. Die haben, glaube ich, eher damit gerechnet, dass man öfters von den Schnecken getroffen wird, weil so viele Schokofrösche wie hier rumliegen. Oder dass sie ja... Achtung, die Schnecke kommt. Oder das ist hier das natürliche... Wie sagt man? Der natürliche Lebensraum der Schokofrösche. Wobei ich mir eher vorgestellt... Moment mal! Liegt es jetzt nur in meinen Augen oder sieht es aus, als würde das Wasser in seinen Mund fließen? Nein, ich glaube, ich täusche mich nicht. Das Wasser fließt rein, nicht raus. Also ist es jetzt kein Wasserspeier, sondern ein Wassertrinker. Okay. Oh, ich höre schon wie eine Mose den Dracula hier rumschnabbeln. Gegen die kann ich mich jetzt noch nicht wehren. Das heißt, auf Timings kommt es an. Die sind nicht so freundlich wie Schnappi das Krokodil, das sage ich euch. Ja, sie können zwar schnappen, haben keine Zähne, aber dennoch. Das kann wehtun. Habt ihr schon mal so eine Wäscheklammer an eurer Haut geheftet? Hey, das kann wehtun. Da wird das Blut abgedrückt. Ja? Da war doch was. Ist da was. Oh, lieber Drache, zeige mir den Weg. Okay, Geheimnis und zack. Nochmal gedreht. Heute beim Drachenballett dabei, meine Freunde. Okay, aber... Oh, jetzt! Jetzt passiert was. Ich bin mir unsicher. Also 120, also... Die Hälfte von den 250 Buhnen hätte ich fast schon. Nö, ich glaube, ich habe schon, weil ich da den einen Teil bei der Flitwick-Aufgabe hier verpasst habe, werde ich, glaube ich, die eine Karte nicht kriegen. Glaube ich doch. So, wo geht's lang? Also hier muss doch ein Geheimnis sein. Hier ist doch eine Sackgasse. Sackgassen nicht gleich Geheimnis? In was für einer Welt leben wir hier? Schnapp zu. Yep. Ach stimmt, das habe ich total vergessen. Die haben ja hinten auch noch dieses... Da sind die Spittenzähne. Ah, verstehe, wahrscheinlich. Die langen Teile sind einfach nur zum Schnappen und dann werden die nach hinten gereicht in das große Maul und dann. Und da werden sie dann zerstückelt. Hüppala. Ja, schau du nur mit deinen nicht vorhandenen Augen. Okay, waren da noch Geheimnisse? Ja, da waren, glaube ich, noch Geheimnisse. Okay. Okay. Ich bin mir unsicher. Nee, ich glaube, ich muss... Achtung! Puh. Ist das der richtige Weg, oder... Hier wird es weitergehen. Also bleibe ich erstmal in dem Abschnitt und schaue, ob ich hier noch was entdecken kann. Diesmal wird mir nichts entgehen, ne? Und hoppala. Aber mir wird auch nichts fehlen. Wir mit nichts. Megalium Leviosa. So, wenn wir ihnen das Wasser nehmen, dann sterben die aus, dann trocknen sie aus. Also, wir helfen uns. Oder ist das der richtige Weg? Ich bin mir sowas von unsicher. Wobei, der Weg wäre ja eigentlich das Offensichtliche und das durch die Wand nicht. You can't schnapp me. Dann müsste das, glaube ich, ein Geheimnis sein, oder? Hallo? Ah, doch, Geheimnis, okay. Komm, zeig mal, was du hast. Nochmal ein Fröschle. Hallo,
Mora, das war irgendwie offensichtlich. Und noch einmal. Große Drachenstatue. Nome! Hui! Weg mit dir! In Schintertal, kleine Süße! Ich sehe euch, ich sehe euch. Er wartet schon auf mich. Haha. Vor Freude glatt umgehauen hier. Pah. So, und da werden sie jetzt auf Ende ihrer Tage, nämlich ohne Nahrung, einfach da sitzen. So. Naja, dann können sie sich zumindest erzählen, wie gut es sich anfühlt, hier von Zaubern getroffen zu werden. Und überall fliegen Bohnen und Frösche um die Ohren. Wie komme ich wieder raus? Bist du der Schlüssel? Okay, wie komme ich jetzt wieder raus? Hallo, ich habe, glaube ich, ein Problem. Puh. Für einen Moment habe ich wirklich gedacht, ich bin hier eingestorben. Ich meine, heute ist ein heißer Tag, in der Tat, aber dass das Wasser von alleine hier in den Köpfen der Drachen springt, ich habe wirklich... Ja, das ist ein Zauberstab, ist kein Stock. Stich mir nicht das Auge aus, Harry. Ich habe wirklich hier Bedenken, ob das jetzt wirklich... War das früher im Spiel auch so? Dass das Wasser vom Wasser heraus da hoch war? Hier fliegt es richtig, ja? Von oben nach unten, aber hier... Von unten nach oben. Also die... Uiuiuiui, gibt es Tod durch Zerdrücken durch Büsche? Hätte mir vielleicht hier dann die Heckenschere vom Hagrid ausleihen müssen. Achtung, hüppala. Hat's mich beinahe gekriegt, ja, aber nur beinahe. Bohnen. Hüpp. Hui. Und hüppala. Sogar für Bohnen riskiere ich mein Leben und mein Hinterteil. Na du? Liebe Pflanze. Yikes! So. Jedes Mal so knapp. Du gefällst mir gar nicht. Ich will nicht, dass sie mir was rausbeißen. Ich mag mich im Ganzen. Oh, da sind wir ja schon. Wunderbar. Und die nehmen einfach eine Abkürzung. Oh ja. Jetzt sind die... The boss is in the house. The names are Fred and George. Ja, habe ich. Aber ich gehe erstmal hinten an die Truhe, nicht dass da nach der Sequenz ihr mich irgendwie dann reinlotst und ich nicht mal an die Truhe komme. So, 142 Bohnen. Das ist mehr, als er eigentlich braucht. So, vorsichtig. Ist hier noch was versteckt? Oh, ich hatte doch irgendwie eine Ahnung. Irgendwas in Erinnerung, dass da hinten was war. Eine versteckte Gasse. Mit Gnomen gefüllt? Nein. Und einmal. Und zweimal. Und. Bitte schön die Karte. Zum Mitnehmen, aber ganz frisch. Kabushi. Manches bleibt einfach in Erinnerung. Oh, und da haben wir eine volle Seite. Wunderbar. Moment, heißt das, ich habe alles eigentlich richtig gemacht? Wobei mir fehlen hier zwei. Das heißt, wenn man die wirklich chronologisch hier aufsammelt, heißt das, ich habe zwei Karten verpasst. Na schade. Wen haben wir hier? Cornelius Agrippa. Moment. Wie der Agrippa aus Amnesia Sedactis Cent? 1486 bis 1535. Berühmter Zauberer, der von den Muggeln aufgrund der von ihm verfassten Schriften verurteilt wurde. Es gab doch in Amnesia Sedactis Cent jemanden namens Agrippa. War das etwa der gleiche Mann? Haben Harry Potter und Amnesia Sedactis Cent eine Verbindung? Oh, das wäre jetzt mindblowing. Ganz ohne Strohhalm. Nee, das wäre Sucking. Glauben, das ist was anderes. Danke für deine Hilfe, Harry. Wende dich an Fred, wende dich an George, an wen? Ich hoffe, du hast sie noch nicht. Ich denke nicht. Außer es ist jetzt dieser Agrippa. Na komm schon, Fred. Noch eine Menge zu das ist doch, glaube ich, der Gryffindor, oder? Wie hieß er nochmal mit dem Vornamen? Keine Ahnung. Frederick Gryffindor oder so ähnlich? Vielleicht war das auch eine der ersten Karten. Ich habe gerade einen Baum für eine Person gehalten. Na,
Ist aber groß gewachsen. Er hat gut seine Milch getrunken. Kabushi. Jawohl, gehen. So, wen haben wir denn hier? Wenn das jetzt am Anfang an der Karte ist, dann habe ich Glück gehabt. Nein, anscheinend nicht. Anscheinend nicht, okay. Godric Gryffindor, stimmt. Mittelalter, Daten unbekannt. Mitbegründer von Hogwarts. Nach ihm wurde eines der vier Häuser benannt. Ist ja wichtiger, sehr wichtiger Mann. So, also, Kräuterkunde, auf geht's. Schließe die Zauberstunde ab. Aukidokiloki. Willkommen beim Unterricht. Ich bin Professor Sprout. Heute wollen wir den Incendio-Zauber lernen. Incendio, okay. Man kann ihn gegen alle möglichen gefährlichen Pflanzen anwenden. Die Tafel zeigt genau das gleiche wie bei Professor Quill. Ach hey, das ist ja doch schwieriger. Maustaste gedrückt und male das Symbol nach. Lass die Maustaste wieder los, wenn du fertig bist. Okay. Ach du liebes bisschen. Irgendwie läuft die Maus jetzt um einiges schneller. Da war ich nicht gefasst. 86, nicht schlecht. Defindo, der schneidet aber beim zweiten Teil, oder? Ja. Dankeschön. 5 Punkte für Gryffindor. Oh, ich fühle mich geehrt. Versuche es dieses Mal etwas schneller hinzubekommen. Okay, jetzt bin ich drauf gefasst. Achtung. Zip. Ja, das sieht doch gut aus. Und? 100%? Ist wieder aufgeholt, meine Freunde. Ausgezeichnet, Harry. Das war ein perfekter Incendio-Zauber. Ich bin Feuer und Flamme. 10 Punkte für Gryffindor. Na, ich kann jetzt nicht. Es klingelt. Ja, das muss ich ja schnell machen. Achtung. Super. Und Achtung. Sieht ein bisschen aus wie eine Zwiebel, wenn ihr mich fragt. Naja, das kann ja auch in den Augen brennen. Ah, ein Bruder hat gefehlt. Naja, aber dennoch gut. Incendio in Perfektion, Harry. Ach, da werden wir noch rot. 10 Punkte für Gryffindor. Lass uns mit dem Unterricht fortfahren, Harry. Okay, letzte Runde, ne? Achtung, super, das wird auch nochmal 100% geben, oder? Komm schon, ich will die 1-0 sehen auf meinem Zeugnis. Ah, dieser 1%, es ist 001, was mir fehlt. Für eine 1-0-0. 20 Punkte für Gryffindor. 200 Punkte, was kann ich mich beschweren? Nee, kann ich nicht. Okay, mein Bruder war wahrscheinlich gerade eben gekommen, der hat sich jetzt selbst reingelassen. Okay, jetzt gut. Jetzt ist es aber Zeit für die Incendio-Aufgabe. Geh durch die Türen, Harry. Ich beobachte dich vom Balkon aus. Always watching, always judging. So, und diesmal will ich jetzt alle Sterne finden, ich sag's euch. Das sind Dornenbüsche. Du kannst den Incendio-Zauber auf sie anwenden. Geh jedoch besser einen Schritt zurück, damit du dich nicht an den Dornen verletzt. Ja, und diesen Armstand nehmen, alles klar. Und Achtung! Oh, dieser Sound von den zusammenschrumpenden Dornbüschen. Ach, oh, Nostalgie pur. Oh. Den würde ich im Schlaf erkennen, dieses Geräusch. Oh, da kommen Gnome. Und zwar ein Haufen Gnome. Mami, bist du das? Nee. Yep. Hoppala. Och man, ich glaube, Incendio war einer meiner Lieblingszauber. Einfach alles zusammenschrumpeln, einfach Zerstörung. Zerstörung überall. Yep. Jetzt läuft irgendwie auch einiges schneller. Und für eine Bohne, na gut. So, kann ich hier auch Flammen, alles in Flammen stecken? Nein? Die liegen schon. Die fliegen wach auf den Boden. So, Entschuldigung, meine Damen. Ist da noch ein Gnom? Ich glaube, da war noch ein Gnom. Puh, der war knapp gewesen. Hat mich beinahe erwischt. Okay. Gut, also. So sehen wir uns wieder. Zum letzten Mal. Nicht unbedingt. Das ist eine typische Vertreterin der Venemosa Tentacula. Verwende Incendio, damit sie verwelkt. Verwelkt? Die würde doch eigentlich verbrennen, oder? Incendio! Suche jetzt nach den Sternen, um den Unterricht erfolgreich abzuschließen. Mach dich auf den Weg.
Mach ich doch gerne, nur bin ich mir jetzt unsicher, wacht die wieder auf oder ich meine, verwelkt sieht anders aus. Und die pulsiert auch noch, das zweite Maul pulsiert noch. Jupp. Jupp. Ach, ich schreibe das Geräusch. Es ist eine Symphonie des Verschrumpens in meinen Ohren. Gebt mir die Bohnen. Bohne. Ja, Entschuldigung, ich höre schon auf. Ich weiß, das ist jetzt hier copyrighted, dieser Song. Bohne. Bohne. Ohne geht's nicht. Warte. Das gefällt mir auch noch sehr gut, wenn einfach alles komplett auf einmal in den Sack kommt. Ich glaube, diese Großen, wir werden auf große Vertreter treffen und die werden, glaube ich, dann wieder aufwachen. Yep. Naja, einfach mal um die Ecke gesprungen hier. Du bist schon Freestyler, Harry Aro. Sabalot nochmal. Achtung! Boom! Eine Bohnen-Explosion hier. Ab in die Hose. Also es geht in die Hose, aber auf eine gute Weise. Achtung! Und zack. Autsch! Da hat mich der Dorn lieber erwischt. War es lieber auf den ersten Blick? Nein, dann soll ich nochmal reinkommen. Wäre vielleicht besser. Okay, das sollte jetzt wirklich nicht möglich sein. Ich meine, ich bin ein guter Zauberer, aber auf offenen Truhen zu stehen, das ist doch, glaube ich, doch ein bisschen hier dunkle Magie. So. Was passiert denn nun? Was muss ich hier machen? Hallo, Mora. Was ist eigentlich, wenn ich diesen... Sehr klug, dass ich diesen Taubespruch gelernt habe. Ansonsten hätte ich hier jetzt ein Problem bei dieser Prüfung. Nein, das war... bitte was? Hab ich jetzt was falsch gemacht? Ich habe das... Er hat zwar Flipendo... Okay, ich dachte schon. Ich habe zwar Flipendo gesagt, aber Alohomora gemacht. Das ist auch eine sehr aufwendige Treppe, oder? Aber sehr stylisch. Hallo, ich sehe dich. Ich sehe euch. Aber doch. Bitte was? Karte. Das ist doch... Oh, Newt Scamander. Ich war da nämlich in dem Film drin. Fantastische TVs, wo man sie finden kann. Oder? Hab ich recht? Das ist er doch. Oder? Hab ich recht? Moment. Newt Scamander, geboren 1897, Autor des berühmten Werks Sagentiere und wo sie zu finden sind. Ich wusste es doch. Oh. Der Film hat mir wirklich sehr gut gefallen und bin schon auf den zweiten Teil gespannt. Der soll ja, glaube ich, auch schon die nächsten Jahre rauskommen. Ja. Und ich weiß, er wird zwar auch nochmal da vorkommen, aber halt eine weniger wichtige Rolle spielen. Aber dennoch, ich habe ihn irgendwie sofort ins Herz geschlossen. Erinnert mich nämlich ein bisschen so an den 11. Doktor aus Doctor Who. Hallo? Wer bist du nochmal? Diese Reben greifen den armen Baum an. Was machst du hier in der Prüfung? Oder hast du auch die Prüfung gemacht und kümmerst dich jetzt um den Baum? Das sieht ganz nach einer Doxy aus. Autsch! Sieht also aus wie eine Doxy. Sie kommt auf dich zu. Ich bin mir nicht sicher. Ich lass sie mal auf mich zukommen. Oh ja, das ist ein Doxy. Zerstörung. Tod überall. Du bist weg, also sei du mal still. Reben, die Geräusche machen. Sind das auch wirklich Reben? So, Baum und nun. Jo, ist es jetzt gut oder schlecht, dass sich das hier alles bewegt hat? Okay, einmal hier. Jupp. Alle hopp. So, der kleine Stich von der Dorn. Achtung. Hoppala. Und hossasa. Und die Bohnen müssen auch noch mit. So, und jetzt bloß nicht da drauf treten. Und hallo, Papa. Hallo, Opa. Von der Opa. Also der Opa, das Phantom der Opa. Der Opa von der Opa. Wie geht's denn so? Achtung, Doxy unterwegs. Zack. Da kommt der dritte um die Ecke, oder? Nein? Okay.
Ich dachte immer, die magische Zahl ist immer hier vertreten. So. Ich denke, diese Aufgabe werde ich jetzt sogar noch jetzt schaffen. Und vielleicht, ich glaube sogar in Rekordzeit. Wenn ihr mich fragt. Oh, ich dachte doch, ich hätte was gesehen. Na, von dir lasse ich mich nicht schnappen. Pass mal auf jetzt. Aus. Push. Kusch dich. Kusch dich, du Pflanze. Yep. Boah. Wieso beißt sie sich eigentlich nicht selbst auf den Stiel? Interessant. Ah doch, die sind jetzt auch wieder wach geworden. Okay, dann war das also nur die eine am Anfang. Für immer verfaked. Was bin ich jetzt wieder hochgegangen? Die Leiter zum Erfolg, hä? Alle hopp. So. Ich mach einfach mal sehen, was passiert. Alle hopp. Aha. Von da drüben, da war jetzt nichts mehr gewesen, oder? Oder so weit habe ich, denke ich, alles. Ich sehe euch. Aber ihr nicht. Ihr mich nicht. Kommt zu Papa. Erwischt. Die schon meine Bauen. Lass die Bauen. Ah, verdammt. So. Das sind alles meine Bohnen. Also lasst die Bohnen in Ruhe und ihr werdet einen weiteren Tag in eurem Leben ohne Schmerzen erleben können. Super, da. Jupp. Und jupp. Ich könnte Gärtner werden mit diesen Fähigkeiten. Gnome loswerden und. Wie habe ich denn das denn bitte gemacht? Ein Doppelzauber gewirkt, hä? Ich bin schon Meister meiner Klasse, hä? Also meiner Schulklasse. So, hier muss ich doch, glaube ich, irgendwas aktivieren, damit die bewässert werden, oder? Aber was? Hier vielleicht, hä? Ah, stimmt, die Pumpe muss ich aktivieren, okay. Wisst ihr, was eigentlich cool gewesen wäre? Ich weiß, dass das, glaube ich, nicht passiert, aber wenn aus den Töpfen manchmal auch Knobe gefallen wären. Die haben dann sozusagen die Bohnen gefressen, die drin waren. Und dann findet man die halt. Achtung. Number one. Und ob du wirklich richtig liegst, siehst du, wenn das Wasser untergeht. Und zack. So, ob das wirklich so funktioniert, ich habe keine Ahnung von der Wasserpumperei, aber naja. Zack. Echt, alle Zauber sind hier vonnöten. Sollte sich nicht was tun? Ach, ich hab's nicht richtig erwischt. Hat sich nicht geflippt richtig, okay. Das ist eigentlich, wenn ich keine magische Magie mehr habe, dann nehme ich einfach hier in so ein Atmos flippen und mache und genau ins Gesicht des Feindes rein. Dann knabbert er und dann komme ich mit dem Baseballschläger von hinten an, einmal auf den Hinterkopf und dann sieht er auch noch Sterne. Ah, die geht noch weiter, okay. Die ist jetzt länger. Also die Wingardium Leviosa Aufgabe, die war ja wirklich kurz. Aber bei Incendio kann man anscheinend mehr machen, hä? Jetzt aber, glaube ich. Oh. Puh. Damit hätte ich nicht mehr gerechnet. Aber diesmal. Zweimal könnt ihr mich nicht reinlegen. Die sieht hungrig aus. Okay, einmal vorbei. Den schlafenden Riesen nicht wecken. Okay, ganz ruhig. Ich warte, bis sie wieder aufwacht. Damit sie wieder schlafen gehen kann. Wahrscheinlich müsste ich die mehrmals mit Incendio treffen, damit es wirklich klappt. Einmal gespeichert. So, ein bisschen Gartenarbeit, ein paar tote Äste abmachen. Dafür belohnt mich der Drache der Natur mit schönen Bohnen. Die kann ich einpflanzen und dann wächst vielleicht eine Bohnenranke draus und dann... Ja, hoffentlich nicht so eine Venemosa Tentacula. Und dann treffe ich einen Riesen und eine goldene Angst. Goldene Angst? Goldene Angst. Eine goldene Gans, die Angst hat, dass ich sie... Au, stehle. So. Ich bin so schnell unterwegs. Okay, ich höre viele Frösche. Ist ein Froschkonzert. Muss ich bezahlen, hä? Um dazu zu hören. Ansonsten gibt's hier noch hier Ärger. Richtig Ärger. Ach.
Da ist ein Froschle. Ein Frosch, der sich angehört hat, wie zwei Frösche fehlen. Ach, da ist der zweite. Ich höre noch einen Frosch. Der steht da. Der ist da wahrscheinlich um die Ecke. Oder? Habe ich ihn verpasst? Naja, dann darf er jetzt weiterleben. Ich meine, er würde sonst nur in meinem Magen landen. Hm? Und ich weiß, mit der Magensäure da drin, das ist kein schöner Aufenthalt. Nichts mit 5 Sterne. Okay. Das sieht schon unheimlich aus, wenn ihr mich fragt. Diese blauen Riesenpflanzen. Lass mich bloß in Ruhe. Vielleicht sind es so Riesenpflanzen, die durch Schwarzlicht oder in der Nacht gut wachsen. Nachtgewächse wahrscheinlich und deshalb sind sie so groß. Okay, ich geh erstmal hier weiter. Ich muss da, glaube ich, einen Schalter drücken, damit das Tor da unten aufgeht. Hoppala. Und umba-umba-tittere. Immer weiter hoch. Und so wie es draußen aussieht, ist ja schon Winter geworden. So lange bin ich hier drin. Nein, andere Richtung. So, das kann ich doch von hier aus machen, oder? An dem Moment, da ist ein Geheimnis da oben. Ha? Oder, Geheimnis? Ja. Geheimnis und ein Stern. Achtung, gerade klar. Ein paar kleine Einbrüche. Und ein Ausbruch von den Bohnen. So, und jetzt bin ich mir unsicher, ob ich den Fall überlebe, wenn ich da einfach runterfalle. Will ich es probieren? Warum nicht? Achtung. Achtung und. Also ist gar nicht mal so tief. Eieiei. Aus dem Weg, kleine Schätzelein. Clever Girl, wollt's mich schnappen. Wenn ich nicht aufpasse. Ich glaube, wir sind schon wieder kurz vorm Ende. So, jetzt kann ich mir schön meine Zeit nehmen. Und Achtung, Incendio. Im Sentence ist das Ende, yo. Die schönen Pflanzen. Joe macht sie alle kaputt. Aber ich liebe es. Wie gesagt, die Zerstörung, die liegt mir im Blut. Jo. Da war doch was, da war doch was. Natürlich auf den Hecken drauf. Achtung. Jupp. Und hopp. So. Es ist auch vorteilhaft, wenn man direkt vor den Kisten steht, dann verliert man nämlich nix. Außer eine Karte, die natürlich genau da drin gewesen ist. Und du lässt gefälligst einen Schnapper weg. Du verdammeltes Vieh. Hast mich in meiner heroischen Szene gestört. So, ich werde gleich nachlesen. Ich werde gleich schauen, welche Karte das war. Ich glaube, Incendio ist mein Lieblingszauber in diesem Spiel. Ich meine, aus Blau und Flammen, dieses... Ich meine, blaue Flammen, die ist extra heiß. Hä? Sind die heiß schon Flammen, die es überhaupt gibt? Wen haben wir hier? Edgar Straukler, 1703 bis 1798. Erfinder des Taschen... Was? Taschenspikoskops. Also ein Gerät, mit dem man spicken kann. Aha. Und hat er das jemals genutzt? Und 8 Sterne, also das gibt viele, viele Punkte. Und einmal hier. Lasse das Wasser fließen. Und wenn wir Jesus Christus winken, können wir aus dem Wasser Wein machen. So. Na, hoffentlich ist es dann auch Wein und nicht irgendwie das Blut unserer gefallenen Feinde. So, und der letzte Stern. Los, in die Mitte rein. Los. Naja, jetzt wird zumindest meine Hose versauber. Okay. Was das gewesen oder kommt noch was? Ich bin mir unsicher. Nein, das war's gewesen. Habe ich alle Sterne? Ich denke schon. Glückwunsch, Harry. Du hast die Aufgabe bestanden. Du hast alle Sterne eingesammelt. 20 Punkte für Gryffindor. Jetzt mach aber, dass du weiterkommst. Ist ja gut. Ich habe meine Aufgabe erledigt, aber schon gleich wieder weitergeschickt. Ländereien von Hogwarts. No, da bin ich schon wieder hier. Und ja, ich soll mich dann mit Hagrid treffen, aber das, meine Damen und Herren, machen wir es in der nächsten Ausgabe von Harry Potter und der Steine Weisen. Ich habe jetzt wieder ein Stück geschafft
Und ja, ich habe wieder ein Stück geschafft. Ich denke, das ist alles, was ich jetzt dazu sagen kann. Und ich habe immer noch Spaß dabei, war einfach, ich kenne es aus der Vergangenheit und ich sehe es jetzt zwar immer noch mit den gleichen Augen, aber halt mit neuen Erfahrungen. Ich erinnere mich daran zurück, was ich damals gefühlt und erlebt habe und was ich jetzt erlebe und fühle, ist ähnlich, neu, anders, was weiß ich. Und ja, falls Ihnen diese Ausgabe gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dann, ihr 93 Chovo. I love to entertain you. Tschüss and goodbye.